Links sind immer in der Videobeschreibung. Ja, das ist ein kleiner Equalizer. Ich zeige den mal von etwas weiter weg, damit ihr seht, wie klein der ist. Das sind ja sonst immer so Riesenapparate, ne? Also ich habe ja hier auch einen kleinen Equalizer drin, in dem Mischpult. Das hier ist jetzt das Gerät, der NRD 525, mit dem ich das empfange. Also hier kann ich die Lautstärke ändern und hier habe ich auch einen kleinen Equalizer. Hier kann ich die Höhen ändern und hier kann ich nochmal die Bässe einstellen. Ich habe jetzt beides mal neutral gelassen. Und der kleine Equalizer von Behringer, das ist eigentlich für Musikstudios gedacht, also nicht im Profibereich natürlich nicht. Das Ding kostet nämlich momentan, das ist sehr stark runtergesetzt, nur noch um die 40 Euro. Das ist unglaublich billig. Aber das Ding ist nicht schlecht. Also das wurde auch schon sehr gelobt in den ganzen Testberichten. So, das ist jetzt der Sound ohne den Equalizer. Jetzt schalte ich ihn mal an. Ich habe den jetzt in dem sogenannten FBQ-Modus. FBQ-Mode. Und das bedeutet, dass die kritischen, also die lautesten Frequenzen am hellsten leuchten. Ja, ich kann hier grundsätzlich das Ding also an- und ausschalten. So ist es jetzt ziemlich dumpf, also ohne. Und dann kann ich mir halt die Frequenzen, die Frequenzbereiche aussuchen, die ich hervorheben möchte, ne? Also Sprache ist meistens so 500 Hertz, 1 kHz, dann noch 2 kHz, dann für die Bässe noch 250 Hertz. Also so von diese vier Regler hier. Und hier sind nochmal mehr Bässe. Sieht man halt daran, dass das am Leuchten ist. Hat man also eine Frequenzanalyse auch. Wenn ich den ausschalte, den FBQ, dann sind sie alle gleich hell. Ich mache mal das Stativ noch mal tiefer. Vielleicht kann man es dann noch besser sehen. So, FBQ an. Na, dann blinken nur noch die stärksten Frequenzen. So, und jetzt, wenn ich den Dirking dann aber auch noch anmache, den Doppel-Notch-Filter, dann kriegt das Ganze viel mehr Punch. Das Ganze. Wenn ich jetzt den Equalizer ausmache, wieder an, da merkt man halt den Unterschied. Ne? Und den Doppelnotch. Und jetzt nochmal ganz ohne. Ja, das wollte ich euch nochmal kurz zeigen, weil ich hatte neulich einen Kommentar, ich weiß nicht mehr wie er heißt, der meinte, er hätte einen Equalizer benutzt. Da hatte ich ein Video über diesen Doppel-Notch-Filter gemacht. Und weil der jetzt gerade so günstig war, dieser FBQ 800 von Behringer,
dachte ich, naja, probiere ich das halt mal aus. Hier kann man übrigens den, der hat normalerweise 12 dB Verstärkung oder Abminderung, je nachdem, wohin man den Regler schiebt. Man kann den auch auf 6 dB stellen. Dadurch ist dann der Effekt nur noch halb so stark. Ich kann hier auch noch zusätzlich lauter oder leiser machen. Lauter führt jetzt natürlich zum Übersteuern und leiser, da wird es halt leiser. Grundsätzlich habe ich ja kein Stereo, deswegen leuchtet jetzt nur die linke Seite, weil ich nur den linken Kanal benutze. Hier kann ich nochmal einstellen zusätzlich, was hier angezeigt werden soll. Also entweder der Input oder der Output. Wenn ich ihn jetzt reindrücke, dann sehe ich, wie viel Input er hat. Jetzt mache ich mal weg, jetzt mache ich mal mehr. Dann sehe ich aber nicht, wie viel Output er hat, also ob er jetzt übersteuert oder so. Ne? Dazu muss das Lämpchen aus sein. Jetzt nochmal mit dem Doppelnotch. Ich könnte jetzt hier auch die, um das Rauschen zu vermindern, hier die hohen Frequenzen nochmal runterschrauben. Dann verliert die Sprache allerdings auch an Brillanz. So, das soll es mal gewesen sein. Ich wollte euch nochmal diesen kleinen Equalizer zeigen. Den könnt ihr in bekannten Musikfachgeschäften kaufen. Also bei Thomann gibt es den und bei Music Store Professional aus Köln gibt es den auch für einen sehr, sehr günstigen Preis. Ich mache euch zusätzlich nochmal einen Amazon-Link rein. Und einen Link zur Anleitung von dem Ding, dann könnt ihr da ein bisschen rumstöbern. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ne olduğunu ne olduğunu ilave ederek programımızı tamamlayalım. Mesela François Fenelon diyor ki, bütün savaşlar iç savaşlar.